Wahnsinn, schon wieder Donnerstag. Guten Morgen, liebe Leute. So, die Woche geht so schnell um. Ist unglaublich. Wir haben jetzt schon August. Ah, nee. Ich war erst einmal richtig Bahn. Das ist diesen Sommer letztes Jahr wirklich wenig. Und der Sommer ist fast um. Mann! Egal! Die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Jetzt muss ich ein bisschen zusehen, dass ich was noch was verkauft kriege. Weil diesen Sommer total mager, vielleicht 3 Räder. Nur andere Läden am Tag. Was andere Läden am Tag verkaufen. Das habe ich bis jetzt verkauft. Also Dolbert nicht. Naja. Gut. Egal. Und da steht schon der erste Auftrag, da hängt er schon, von gestern Abend noch. Platt, 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 platt. Platt, alles platt. Ich meine, in Berlin, was hast du denn, Platten? Ja. Unglaublich. Hey, ich beginne. Fertig. So, Pedalen, neue. Die sind eigentlich ganz gut. Aber die Schrauben hier, die lösen sich immer.
Die muss man immer richtig nachschrauben. Am besten machen wir das mal gleich und die Dinger machen wir gleich ab. Okay. Anmachen. Das geht aber schwer, du. Ist das jetzt schon ein Arsch jetzt hier? Was hat er denn mit denen gemacht, ey? Wenn es um Leben und Tod geht hier. Ein bisschen fest in den Zungen.
Kein Fett. Kein Fett genommen. Völlig reingereicht hat. Das ist ein Dittel, ich kann ja nicht sagen.
Nee, nee. Jetzt bist du nicht weiter, wa? Na komm. Na komm. Na komm. Traut sich nicht. Ja, komm. Mann, komm her. Oh, du musst die Krallen einziehen, Mietzi. Mann, Mietzi, du musst die Krallen einziehen. Das tut richtig weh.
Hoi Wolfgang. Ja, alles klar. Jo. Zeig, was gibt's. Schauen Sie mal, was Ihre Nachbarn so an Feriengäste vermieten. Ein neues Verbot. Werbung, hier, Volker. Keine Werbung. Ja, inzwischen check ich das halt alles auch ein bisschen so. Ja, die machen halt nur was, was heißt. Alex hat ja Urlaub, der fährt ja morgen nach Travemünde. Ja. Der ist jetzt gut. Und Montag wieder. Der geht nach Wien aus, ne? Hat das Abend irgendwo geregnet? Was? Die Nacht. Hat der auch getröpfelt. Ja, so Abend mal kam aber tröpfelt, dachte ich, kommt aber was runter, scheiße. Was, wieso, was denn nun schon wieder? Ja, nicht, überhaupt, ich weiß nicht, man ist so. Hä? Die Möbel. Noch nicht da. Was hast du? Die Lampe hinten. Auf. Ja. Wir haben am letzten Sommer haben wir schon diese gewechselt. Aber das ist wieder kaputt. Vorne funktioniert es. Bis später, Holger. Also, es war, wa? Ja. Jetzt sind es wieder. Jetzt geht es. Ein bisschen angenehmer, ja. So. Jetzt? Durchspitzt. Ja. Aber hinten nicht, ne? Mhm. Diese Power von den Dingern, die sind halt nicht gut. Aha. Ich kann eins anbauen, was funktioniert, was eine Weile lang, was auch wirklich recht lang funktioniert. Ja. Kostet 25 Euro. Okay. Die kann man nicht öffnen und rein. Und das ist okay. Leider nicht machbar. Okay. Jo? Ja, was lastbar ist, okay. Ist. Das, wenn es zuverlässig ist. Ja. Ja, ich hoffe sehr. Ja. Ich habe es beim Mitra dran jetzt seit über einem Jahr und funktioniert. Also. Ja. Ich denke schon, es ist okay. Jo. Ja. Klingt gut. Na, machen wir. Alles klar, dann holst du es nachher ab, ja? Abend, wenn es geht. So. Okay. Kein Problem. Alles klar. Bitte, bitte. Ciao, ciao. Ciao. Hallo. Hoi. Hey. Du? Also. Kannst du nicht. Ja. Hello.
Kommst du nicht raus, Herr Mut? Oder willst du wieder rein? Danke, ciao. Schon mal. Und hier drehe mit einem Trinkgeld. Ach, danke. Für den Kaffee. Fängt doch früher an. Das ist gut. Wie gut denn? Warte, also, ich mach mal das hier. Ja, dann komm ich besser durch, das stimmt. Okay. Na denn? Ciao, ciao. Ciao. Tja, Ferienvermietung in Berlin. Ferienvermietung. Jetzt wird erstmal hier unten ein bisschen aufgeräumt. Ich könnte mal einen Arsch begeben, wie nach langer Zeit Diktatur in Bayern. Gucken wir, was wir hier noch von trennen können. Kunststoff. Ja, Kunststoff. Thank you.
los. Ja. Hat mich gerade auf die Fresse gelegt mit meinem Bike. Das ist ja gut. Ja, das erste Mal ist der Lenker verzogen und die Bremse ist hier locker. Die Frage ist, ob du das irgendwie wechseln kannst mit einem kleinen Obolus und zusammen. Ich würde in 5 Minuten wieder kommen, wenn das okay ist. Ja, mach doch. Kein Problem. Na, was ist denn da, der gute Mann? Gerade hingefallen mit dem Rad? Gestürzt? Kennen wir ja noch das Rad? War halt ein bisschen verzogen, jetzt ist alles wieder gerade. Hat der ein Glück gehabt, ey. Hier so ein Metallpoller ist er gefahren. Volle Pulle. Schönes Rad. Oh, ich finde das immer noch toll. Immer noch geil. Bringt ihn nur kein Glück, der Draht hier. AXA. AXA Slim. Ich hab, das Problem ist, ich habe die ja auch mal verkauft. So, jetzt kommen sie alle zurück. So, funktioniert gar nicht, habe ich vor einem Jahr gekauft bei dir. Ja, siehst du, das ist das Problem. Ich kann ja nicht mal ordentlich verkaufen und sagen, ja, das LED hält. Wenn es nicht hält, wenn es schlecht konstruiert ist. Das ist eben die Kehrseite der Medaille. Also müsst ihr wirklich eigentlich dran arbeiten, dass die Kontakte funktionieren. Es ist ja nicht kaputt, das wissen wir. Da könnt ihr euch mein AXA-Video angucken. Dann seht ihr ja, das Licht ist nicht defekt, sondern es ist einfach nur eine Kontaktschwierigkeit hier drin, ein Baufehler, der hier drin ist. Jetzt müsste man es aufbrechen und so weiter und so weiter. Ich baue mir jetzt ein anderes Licht an. Was auch wieder hält, so kommen die auch immer im Jahr. Das ist ja Schwachsinn. Ne? Ich meine, hat ja so eine Glühbirne. Eine Glühbirnenlampe hat der länger gehalten früher. Also, kann mich nicht entsinnen, dass ich damit immer im Jahr beim Onkel Doktor war, beim Fahrraddoktor und jedes Mal irgendwie Geld ausgeben muss. 25 Euro oder irgendwas. Das ist schon das Scheiße. Ich verkaufe das und sage, ja, das LED funktioniert. Kurz danach stelle ich fest, Scheiße. Also ist ja nicht so, dass ich die Lampe jetzt einzeln verkauft habe, aber ich habe das Rad verkauft. Als neuer Rad damals. Da ist ja das gleiche dran.
wie an meinen Rädern. Wie gesagt, nicht kaputt, sondern nur ein Materialfehler. Man kann es umgehen, man kann natürlich das jetzt löten. Den Dritt festlöten aneinander mit Draht. Keine steifen Verbindung, sondern Draht muss es sein. Ja. Wir schauen uns das gleich mal an. Jetzt baue ich erstmal das Licht an, mit dem bin ich ganz zufrieden eigentlich. Das habe ich auf Dauerbetrieb bei einem meiner Mieträder auch schon seit einem Jahr. Knapp ein Jahr. Und hat bis jetzt noch nicht gesponnen.
So, fertig sind wir. Licht funktioniert. Ich mag es auch sehr. Das ist ein echt schönes, geiles kleines Licht. Cool. Gucken wir mal. Test durch. Die Gummidichtung hier irgendwo rum. Moin Moin! Wie immer. Wie immer? Ja, wie immer. Oh. Was hast du? Hi. Normalerweise, wie viel man muss die Luft drin haben? Verdient! Ja, es sind alte Reifen, deswegen weiß ich nicht. 5 Bar aber eigentlich. Ja. Zuma. So groß, ja. Die Wand. Ja. Und da habe ich die 3 Jahre und habe ich niemals vorne gewechselt. Aber ich nehme es immer öfter. Ja. Ja. Hinten ist mehr Gewicht.
15 Jahre gestanden. 15 Jahre gestanden. Bis 2. Bis 2. Möchtest du was trinken, kalt? Wasser? Ich hab noch. DDR-Fahrrad, Eingang. Warte mal. Ja, ich muss. Zeig ihn, der hat Interesse. Berlin ohne Fahrrad ist kein Problem. Das stimmt. Ja, ich hatte schon, aber. Ja. Das ist Klassiker. Bei uns sind eher so Klassiker. Alte, gute Oldtimer. Schöne Sache. Dieses, zwei Leute. Diese? Mhm. Ja. Mifa DDR, schönes Rad. Das ist 250 hier, das Rennrad. Ja. Und dann geht es hier noch weiter. Du kannst dich umgucken, wenn du magst. Schaust du einfach mal. Ja. Ja, viele Sachen. Ja, viele. Und das da? Das ist 350. 50, da? 800. 800. Hast du das selber gemacht? Nee, das ist neu. Das ist neu heute. Das hier? Das ist nicht zu verkaufen. Ja, das ist natürlich ein richtig schöner Oldtimer. Qualität. Das hier? Ich glaube 600. Oh, okay, hier steht. Ja, so. Ist aber auch neu, ne? Ja, das ist das ist ein seltenes. Die gab es als 20 Zoll, gab es die öfter, aber als 24 Zoll sind die sehr selten. Als ich Kind war, hatte ich sowas, aber ein bisschen kleiner. Genau, diese 20 Zoll. Ja, das war, ja, schön. Die sind,
Die findet man ab und zu noch, aber es ist auch schon selten geworden mittlerweile. Ja, steht hier. Ja, passt man nicht mehr drauf mittlerweile. Ja, ist immer, wenn da neue Teile dran sind und viel gemacht wurde, gearbeitet wurde, kostet es mehr. Das kostet 120. Ja, aber das ist ein ganz einfaches, simples Klapprad. Danke sehr. Ja, bitte. So, ja bitte. Can I rent a bike? Ja. If you want. Yeah. If you want, you can. How long you need it? Just this day. You're closing at 9, right? I close at 9. Yeah. Yeah, okay. Then I'll leave. Return. It's 8 per bike. Yeah. One bike? Yeah. They have bikes already. Okay. 2.8. So the first day is 8, the next day is 7. Normally you have to fill this. Mm-hmm. Diese neu. Ist ja wie neu. Ein bisschen Drahtbürste und fertig. Ja, alles gut. Musst du das mal abmachen.
Braucht man Schlüssel? Ja. Ah, okay. Tjo, jetzt haben wir hier das Ding, das Teil. Das Ding und das Teil. So ein Schwachsinn. So fängt man noch nie an. Mann. Also liebe Leute, was haben wir hier? Jetzt habe ich die Heckverkleidung ausgebaut und da ist ja hier dieses Teil hier aufgebrochen worden. Ne? Diese hintere Klappe und das hier ist komplett eigentlich rausgebrochen. Das habe ich jetzt wieder eingedrückt. So, hier. Ja, da seht ihr, das ist komplett gebrochen. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das fest? Mache ich das komplett mit? Da lege ich eine Schicht Kunststoff drüber, würde ich sagen. Und also Plastik. Schneide ich mir Plastik zu. Und werde das mit Heißkleber komplett auffüllen. Das fällt mir nicht ein. Ehrlich gesagt. Und vorher gucke ich mal, was das kostet im Netz neu. €27. Will man sich nur eine Selta kaufen und wird schon angequatscht. Hast du so eine Schraube für mich? Tja, der Tommy hat alles. Jetzt gucken wir mal, ob wir so eine Schraube haben für eine Registrierkasse. Mit dem Müll.
schon die Rechte. Schau mal. Schauen wir mal, dann passt das schon. Oh, ist ja dreckig wie Sau. Was ist denn das? Mann, Mann, Mann. Ich bring meinen Schrauben weg. So, jetzt schneide ich hier ein Stück Kunststoff aus. Bastelei, ja, so eine Frickelei auch. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist am Ende. Kriegt er drauf und zeichnet es an, was wo hin muss. Ich will einfach nur 30 Euro sparen. Nicht weil ich geizig bin, sondern weil ich das Geld nicht habe. Schlicht und ergreifend. Kann ich jetzt dafür leider nicht ausgeben.
die drei schneiden wir mal aus. Schlicht und ergreifend, weil ich es nicht habe. Okay. Ja, was ist denn hier los?
sag mal, ey, was ist denn da los? So, oh. Perfekt, würde ich mal sagen. Jetzt wird verklebt.
So hat man es früher gemacht. So ausgeschnitten. Ich zeige euch, wie es war, wie es ausgebrochen war. Das. So, aus dem Teil und dem Teil machen wir wieder eins. Methode Osten. Hallo. Ja, Wolfgang, was los? Wie zu DDR-Zeiten. Ich komme gleich. Leider. Na, das stinkt ja. Puh, meine Fresse. Uiuiui. Mann, das stinkt was. So. Zeigt sich, das klebt. Jetzt werde ich es noch unter Druck zusammen ballern. Nicht aufgenommen. Naja, ist egal. Das reißt da gleich durch hier. Guckt euch mal an hier. Letzter Auftrag heute. Was ist denn das? Ich habe hier einen platten Reifen wechseln müssen, aber was ist denn da los? Ja, so, schnell machen, wa? So kann es ja nicht bleiben.
Oh, steht er zusammen. Tretlager ist auch im Arsch hier, ey. Hier, was ist denn das? Gottes Willen. Nee, da machen wir mal nix. Das wird alles nur ohne Ende, denn so ein Spiel ohne Ende. Hier, Bremszug ist auch gerissen. Hier. Nee. Ich sag mal fein, gute Nacht für heute. Wir sehen uns morgen. Der nächste Tag. Bis dann. Ciao. Ja. Tschüss hat er gesagt, der steht da um 22 Uhr immer noch hier. Und wechselt den Schlauch. Müsst euch vorkommen, drei. Müsst euch vorstellen, drei Leute kamen noch. Was ist denn los jetzt? Ja, ist das ekelhaft. Hier ist Dorn drin gewesen. Jetzt ist, die haben so ein Anti-Platt-Zeug im Schlauch drin gehabt. Ja. Das ist jetzt alles ausgelaufen. Jetzt zeigt hier die Suppe überall. So ein Rosendorn oder so. Brombeerbusch. Feuerhelm. Feuerhelm. Naja, ist ja ähnlich. Ist ja eine Kamera oder was, Livestream oder so. Soll ich mich unterlassen. Ist nicht hier für mich. Wo machst du denn? Wo machst du denn? Okay. Dann sag ihm mal Bescheid. Mike. Ich ziehe mich meistens immer zurück und das funktioniert für mich. Nein, das ist für mich noch, wie gesagt. Irgendwann wird der überdrüssig werden oder sie mir und dann würde es kein gutes Ende nehmen. Von daher. Yes.
nehme ich für das Motorrad. Ich habe mir heute ein Motorrad gekauft. Echt? Ein Moped. Also. Ein Mofa. Ja, sieht so aus, so hell. Ja. Ja. Da ist ein bisschen hart, aber fühlt sich fast an. Ist nicht ganz so weich, genau, aber es ist so, ja. Oder dünnes Schwein. So. So, ich spalte. Spalte. Moped, Mofa, so ein kleines. Hast du einen Führerschein dafür? Ja, klar. Ach. Nur ein Motorroller, Mann. Das ist anders. Wo ist er jetzt? Tut mir leid. Ja. Wo ist denn das jetzt? Geschenk bekommen. Wer könnte denn so was von euch? Ein Knastbruder oder? Ich kann mir vor wie im Osten, als sie dann hier ankamen. Weil du mich nötigst, immer alles selbst zu machen, habe ich dir Kaffee mitgebracht zum selber machen. Wie war ist das so? Na Mensch, da kann man sich doch freuen, oder? Ach, du kostet immer noch 6 Euro soweit. Bestimmt. Wir sind noch dicht. Wir sind noch. Das hat sie gerade gekauft. Ja, fand ich, ist in Ordnung. So eine nette Geste, aber ja. Klar, na so. So, fertig. So, liebe Leute, es ist jetzt bereits, ich schaue mal schnell auf die Uhr, es ist jetzt gleich 0 Uhr. Ich habe bis jetzt noch nicht schneiden können, weil dieser verfickte Computer ist im Arsch, ey. Dieses scheiß teure Ding. Es springt nicht an, es ist irgendein Bluescreen, Windows, irgendein Fuck wieder, das hatten wir schon mal. Jetzt, er läuft einfach nicht, er läuft nicht, ich hab's probiert, er läuft nicht und läuft nicht und läuft nicht, ich hab's ewig probiert. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann nicht schneiden, ich werd verrückt. Auf meinem anderen Computer, auf dem Laptop, der stürzt immer zusammen im Programm. Dann hatte ich schon jetzt fast die Hälfte geschnitten, dann ist er mir abgeschmiert. So, jetzt ist alles weg. Der hat noch nicht mal eine verfickte Speicherdatei angelegt davon, obwohl das eingestellt ist, alle 2 Minuten speichern. Nicht mal die ist da. Nichts funktioniert richtig. Ich versuche jetzt die Daten alle hoch, ungeschnitten, einfach zusammen rendern und euch irgendwas hochladen. Ich versuche das über den Laptop zu machen und also ab jetzt nur noch ungeschnitten, bis der Computer repariert ist, sozusagen. Das tut mir total leid und werde ich ab morgen natürlich dann auch anders aufnehmen müssen, quasi. Ja, das ist so ärgerlich. Ich ärgere mich total, aber was soll ich machen? Ich muss auch irgendwann dann mal duschen, würde ich gerne. Ich bin total schmutzig. Immer noch vom Tag und dann auch mal ins Bett. Ne? Also ich muss ja auch gleich wieder arbeiten. Also jetzt ist es 0 Uhr. Ich meine, ein paar Stunden stehe ich wieder da für 12 Stunden.
Also macht's gut. Gute Nacht, nur eine kleine Info, warum das heute so lange gedauert hat, quasi. Der ganze Vlog und so recht. Ja, das ist ärgerlich. Bis morgen.